Ja, schönen guten Abend. Hier ist euer Paddy und ich habe ein paar Infos für euch. Seht es mir nach, wenn ich ein bisschen ins Stammeln komme, denn ich habe lange nicht mehr so frei gesprochen und ja, ich hoffe, ihr versteht mich. Ja, der erste Punkt ist, dass der C64 Talk, der erste Part ist ja schon draußen. Ich glaube, wann kam der? Anfang April, glaube ich, ne? Oder war es Ende März? Ende März oder Anfang April. Ich werde, denke ich mal, so, ja, ich denke mal im Juni, glaube ich, werde ich wahrscheinlich dann auch den zweiten Part dann auch schneiden, so dass dieser dann auch veröffentlicht wird. Ein Grund ist einfach der, momentan ist bei mir so einiges los, was auch Priorität hat. Und darum lassen sich einige Dinge auf sich warten. Dann die zweite Info ist, es gibt noch einen Talk, der sollte eigentlich gestern stattfinden, aber da ist was Unvorhergesehenes geschehen, so dass man sagte, okay, wir vertagen das Ganze und da geht es ja über Amiga-Betriebssysteme, ne? Und noch einiges mehr, aber das möchte ich euch noch nicht verraten. Und dann denke ich mal auch so, was ich im Juni, Anfang Juli, wird das dann auch geschnitten sein und wird dann veröffentlicht. Mit dabei sind Dennis Paulo von Virtual Dimension, Mick Yesterships, Jan Beta und Blind German vom A1K Forum, so um meiner einer. Ja, das war jetzt die zweite Info. Und die dritte Info ist, ich habe eine Facebook-Gruppe, die Retro-Commodore-Gruppe. Und ja, da dreht sich alles um Commodore, also über den Amiga, über den C64, über den C16 plus 4, halt Commodore halt, ne? So. Und unter anderem eben halt Hardware, Software, Spiele. Also, wenn ihr Interesse habt, dann kommt vorbei. Das Ganze administriere ich zusammen mit unseren Andira 2010 und habe auch nebenbei noch eine Flohmarkt-Commodore-Gruppe. Na, und wirklich ist auch nur speziell für Flohmarkt, für Commodore-Artikel gedacht, weil es kam dann schon mal vor, dass dann irgendwie was anderes gepostet worden ist. Ich glaube einmal vom PC und einmal vom, ich glaube vom Apple oder so. Das hat natürlich da nichts verloren. Also es ist wirklich nur schwerpunktmäßig Commodore. Ja, sonst glaube ich, habe ich jetzt soweit erstmal nichts. Das waren jetzt so meine drei Punkte. Also, wie schon gesagt, seht es mir nach. Ich habe noch so andere Dinge, die auf dem Zettel stehen und die haben Vorrang. Ja, ich wünsche euch einen guten Wochenstart und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Und bestimmt kommt noch mal dieser eine oder andere Livestream, was mir sehr viel Spaß macht und auch mal das ein oder andere Video. Aber wie gesagt, ich denke mal so spätestens Mitte Juni, vielleicht. Ja, also Juli, dann wird dann auch schon wieder mehr passieren. Okay, so, jetzt bin ich aber wirklich weg und sage Adios. Ciao.